Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, heute machen wir mal ein wenig an unserer Mob-Farm unten weiter. Aber bevor wir da hingehen, gucken wir mal ganz kurz, was unsere Energy-Biene hier gemacht hat, unsere Queen. Wie ihr seht, bleiben die Honeycombs hier drin. Aus dem ganz einfachen Grund, weil diese fucking Kiste einfach nur voll ist. Holy moly. Alter Schwede, produziert das Vieh. Alter Schwede, das ist ja mal wow. Also ich werde das mal bei Gelegenheit rausnehmen und dann mal alles zu Honig verarbeiten. Also ich glaube, dann haben wir, was Honig angeht, definitiv ausgesorgt. So, was wollen wir heute machen? Was tun wir? Ganz einfach. Und zwar, ich möchte mal ein wenig an der Mob-Farm da unten schrauben. Ich brauche mal einen Connector. Und ich brauche ein paar Kabel. Die Kabel sind definitiv zu wenig. Ich habe wahrscheinlich hier noch Kabel drin, weil ich habe nämlich schon mal welche gebaut. Und dann gucken wir mal, wo haben wir hier einen Anschluss über. Gehen wir hier von der Wand weiter. Könnt ihr mir eigentlich tun? Ich muss mal gucken, komme ich hier zufällig zur Mob-Farm runter? Das sieht, oh, nice. Ja, das passt doch. Ja, einen hier rüber. So, Dalle, sehr schön. Perfekt, dann können wir da drüben schon mal wieder zumachen. Jawohl. Obwohl, wir müssen sowieso. Wir gehen mal hier lang. Jo, was ist denn das hier für ein Fusch? Der da Löcher gelassen. Unglaublich. Genau, gehen wir hier lang. Hier sind ja auch überall Löcher. Was ist denn hier los? So, mal kurz gucken, wie weit wir hier noch müssen. Stück noch. Ja, hier ist. Hier ist gut, glaube ich. Ja, perfekt. Okay. Zack, zack. Dann können wir da schon mal wieder zumachen. Und die Fassade nehmen wir mal mit. Habe ich noch Fassaden? Ja, hat da. Perfekt. Dann können wir hier gleich wieder zumachen. Dann machen wir die mal weg hier. Und dann brauche ich die hier auf jeden Fall. So, ziehen wir das hier einmal rum. Und zack, zack, zack. Ja, perfekt, okay. So, können wir das hier einmal... Einmal hier rüber und so, da einmal da verbinden und dann können wir hier schon mal anfangen so zu machen. So. Okay, machen wir das hier hinten auch gleich wieder hübsch. Wobei ich sehe. Ja, da. Zack. Und zu. Okay.
Hat keiner gesehen. Jo, hier die Steine wieder drauf. Da kommt der Factory Block. Ach nee, hier kommen überall die Factory Blöcke rauf. Zack, zack, so. Und die kommen hier rauf. Okay, warum ich jetzt einen von den Factory Blöcken übrig habe, man weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil der bis unter die Kante lag. Die brauche ich. So, genau. So, gehen wir runter und dann schauen wir uns das da unten mal an. Dip, 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 dip. Lange Laufwege hier. Zip. Okay, also ich möchte auf jeden Fall. Boah, ist das ätzend. Gib mir mal einen Block, bitte. Oh, dieses scheiß Jetpack. So. Okay. Jawohl. Zack. Okay, dunkel. Check, check. Und ich glaube, ich lasse hier mal ein bisschen mehr Luft. So, wo ist denn hier die Mitte? Da ist die Mitte. Und da sind wir auch schon. Ja, perfekt. Okay. Kabel. Obwohl, nee, da kommt kein Kabel hin. So. Da kommt ein Konnektor ran. Und das verbinden wir mit den Kabeln. Okay. Hier machen wir mal wieder schick. Einmal zumachen. Alles seine Ordnung hier. Das hier lassen wir soweit als Laufweg. Das kann auch bleiben. Dann müssen wir hier vielleicht nur mal eine Fackel reinbringen, damit hier nichts spawnt. Mal gucken, habe ich noch welche in der Tasche? Jawohl. Machen wir mal hier und da. Das sollte auf jeden Fall ausreichend sein. Dann können wir da auf jeden Fall zumachen. Perfekt. Okay. So, dann haben wir das im Prinzip schon mal geschafft. Jetzt brauchen wir erstmal was zu essen. Und dann einmal hier ran und dann gucken wir mal. Wir möchten Energy Lasers haben. Dafür mir die Gold Coils. Okay, kein Problem. Einmal und ach, die Redstone Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, waren es dann wohl doch nur 8? 9. Das kann man weg. So, einmal 4 Item Laser. Habe ich noch Fluid Laser irgendwo? Ne, da wir die noch nie benutzt haben, haben wir sie auch nicht. Die haue ich einfach nur davor. Das heißt, ich baue nochmal 4, dann haben wir welche auf Vorrat. Genau, das dann da rein. Die trennen wir. Wir machen 4 mal Fluid, 4 mal
Male. Fluid Laser Relay, jawohl. Die Laser Lens kommt mal weg. Jawohl, so, dann gehen wir wieder runter. Und gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das hier denke. Also, hier soll auf jeden Fall ein Laser dran, der nach unten gerichtet ist. Perfekt. Das passt soweit. Dann soll hier hinten ein Laser dran. Und die müssen wir jetzt verbinden. Wir brauchen mal die Wrench und eventuell den Kompass. Das weiß ich gerade noch nicht. Okay, das passt. Hold and Compass to Modifier. Gucken wir mal. Only into Eject Block. Only out. Into. 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 Only out. Wir gucken mal. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Wir nehmen den mal vorsichtshalber raus hier. Und dann gehen wir mal an den an El Camarado. Und schau mal, ob wir den... Da ist er doch schon. So, und rein theoretisch müsste jetzt der Onkel da unten Strom haben. Nein, hat er nicht. Gib mir mal den Kompass. Auch nicht. Auch nicht. Den machen wir auf In. Out. Okay, hat immer noch keinen Strom. Der sagt hier 0 RF. Okay, das scheint so nicht zu funktionieren. Ich guck mal eben, habe ich zufällig... Ich habe hier noch einen Letstone Flux Duct. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay, das ist instantly voll. Energy Laser. Can't connect. Okay. So, jetzt holen wir hier den Into, Out. Strom hat er immer noch nicht. Ja, mhm.
so hat er das getrennt. So macht er das. Only into. Only out. Eigentlich in. Und hier out. Dann machen wir mal, probieren wir mal noch was anderes. Also Saft liegt auf dem letzten Kabel drauf, das definitiv. Ich werde mal probieren, eine kleine Power Cell dazwischen zu hängen. Das müssten wir eigentlich fast alles da haben, bis auf den Kameraden hier. Okay. Vielleicht geht's ja damit. So, mal den Onkel da mal weg. Den auch noch mal wegmachen. Den da ran. Dann brauche ich meine Smart Wrench dafür. Ein bisschen Platz nach oben wäre nicht schlecht. So, dass wir hier den Input einstellen können. Jawohl, der füllt sich. Und da machen wir ein Output drauf. Einmal die Wrench. Okay, ich glaube, das war gerade gar nicht mal so ganz verkehrt, was er jetzt gemacht hat. Immer noch 0F. Only into. Out. Mysterium Item Laser. Energy Laser. Energy Flow. Guck mal, was sagt denn das Wiki dazu? La 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 la, ja, okay. Wir können ja mal ganz kurz Laser. Guck mal im Handbuch eben. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Aber kein Hinweis dazu, wie man die Dinger einstellt.
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, 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 nee. Ich könnte mir jetzt auch was anderes überlegen, aber eigentlich wollte ich die Dinger mal testen. Only into ejected block. Only out of ejected block. Aber die haben auf jeden Fall eine Connections, also die sind am Laufen. Die ist voll, die Power Cell. Da habe ich einen Input drauf. Da habe ich einen Output drauf, aber warum laufen die Dinger nicht? Vielleicht bin ich tot, wenn ich nicht langsam mal was esse. Ich mache mal einen kurzen Cut, ich guck mal nach, ich melde mich gleich nochmal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, das Rätsel zur Lösung war ganz einfach. Einfach mal die Maschine starten und dann lädt sie sich herauf. Ganz einfach. Oh, da muss man auch mal drauf kommen. Alter. Okay, ich habe die jetzt hier übrigens auf Boost Directions gestellt. Also das funktioniert damit instantly. Ob ich jetzt den Speicher hier noch zwischen brauche, keine Ahnung, ich lasse ihn da jetzt einfach. Vorteil ist, ich kann jetzt natürlich das Ganze hier schön zumachen. Wenn ich jetzt auch noch richtig treffen würde. Oh, meine Güte. Es ist spät, es ist spät. Es ist kurz nach 1 in der Nacht. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal hier mit so einem Fluid. Und zwar hätte ich den gerne, möchte ich den, ach, ich mach den einfach oben drauf. Mal schlecken. So. Jetzt komme ich da wieder nicht mehr rein. Das ist natürlich auch schön. Reicht das? Komme ich da ran? Nein. Das Glas geht wieder kaputt, ne, wenn ich das kaputt schlage. Machen wir mal anders. Stored, okay. So. Und zack. Und jetzt hat er. Okay, muss man die auch noch einstellen mit dem Kompass? Weiß nicht, kann man da was? Das ist eigentlich dasselbe. Ich mach jetzt doch mal ein Stabilisator. Hier. Achso, ist voll. Okay, passt. Passt. Okay, also damit hätten wir im Prinzip schon mal hier unsere Mob-Farm versorgt. Ich bin jetzt gerade nur mal überlegen, ob wir das ein bisschen anders machen könnten. Wenn mir das doch nicht so richtig gefällt. Habe ich noch irgendwas von dem Dark Glass übrig irgendwo?
Okay, setze ich bei Gelegenheit ein. So, ich habe hier noch verschiedene Mob-Prison-Tools. Enderman, Villager, Guardian, Villager, Ghast, Enderman, Villager. Das ist alles nicht das, was ich haben möchte. Zip, zip, zip. Mob Prism Tool. Jetzt habe ich die Ghast hier so vergessen. Okay, Strom ist voll. Hier haben wir 13 Stück, die nehmen wir mal raus. So, dann machen wir mal eins hier. Und dann das zur Seite, das dahin einmal schlafen. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal nach einer Kuh. Wo haben wir denn ein Kühchen? Hallo. Hier laufen immer Kühe rum. Wenn man eine sucht, ist natürlich keine da. Ich sehe auch keine auf der Karte gerade. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder was? Hallo. Hier sind jede Menge Schafe. Die könnte man bei Gelegenheit auch noch mal eins mit holen, damit man mal ein bisschen Wolle hat. Hallo, Kuh. Ich möchte eine Kuhu. Huhu. Kuhu. Oh Gott, der war so schlecht. Oh mein Gott. Okay, ich habe ein Speicherproblem, sagt mir mein Computer gerade. Müssen wir gleich mal gucken. Schau mal eben ganz klar, Moment mal. Rein theoretisch nicht. Okay, gucken wir gleich nach der Aufnahme. Das kann nicht wahr sein, dass hier keine Kuh ist. Okay, da ist ein Villager-Dorf. Kenne ich das schon? Gucken wir mal. Ja, da ist ein Loch im Boden. Das kenne ich schon. Wahrscheinlich bin ich schon an 1 Million Kühen dran vorbei. Ich habe sie nur nicht gesehen. Ach, dieses Jetpack, das geht mir so auf den Keks. Ich möchte endlich vernünftig fliegen. Schlafsack weg. Stab hin. So. Bisschen besser. Da war ein Kühe. Da war eine Kuh. Da war eine Kuh. Da ist eine Kuh. Hallo Mu. Komm zu mir. Einmal nach Hause. Dann schauen wir mal.
Das mit den Lasern hier finde ich noch nicht so schön. Das werde ich nochmal ändern. So, Kuh hinein, Kuh tot. Sehr gut. So, gucken wir mal, wie das hier... Machen wir hier Plus, machen wir Minus, machen wir gar nichts. Wir machen Plus. Wir machen Plus, okay. So, und wir kriegen Raw Beef und jede Menge Leder. Sehr schön, okay. Gut, das läuft. Und damit bin ich dann auch raus für heute. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Sorry nochmal für die Lasergeschichte, dass das jetzt so unendlich lange gedauert hat. Das sollte gar nicht so sein. Aber gut, es ist nun mal manchmal so. Gut, ich bin raus, bedanke mich und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.